Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Compass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felskliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichweg hineinfinden. Sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht. So, willkommen zurück bei Snipe Elite 3. Kerzen, was sind das? Kleine Anti-Infanterie. Okay. Wenn ich töten muss, dann lieber leise. Geb ich dir recht. Okay. Hallo? Oh, ich muss doch rein. Wie zum Teufel siehst du mich nicht? Nein, 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 geh schneller! Typisch. Und der Rest hört das nicht. Alter. Ja, ich hätte einen Stein verwenden sollen, um reinzuschleichen. Nachhinein ist mir immer gescheiter wie vorher. Ja, weißt du was? Ich nehme von denen die Waffe. Weil die Munition dafür findet man eh überall. Cos'è stato? Sì, è stato il funzioniert! Ja, halt dein Maul! Ach, warum hat Messer nicht funktioniert? Munition brauche ich. Ja, weißt du was, das ist eigentlich scheißegal. Wo ist der? Ja, geht zurück! Ja. Ja, ich kann es nicht. Okay, okay. Ruhig, ruhig. Tja, ab jetzt wieder verstecken und leise. Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Noch Fleisch da. So. Weißt du, solange es funktioniert, könnte ich. Nö. Machen wir doch was. Und dann gehen wir da zurück. Mann, und der spottet da. Gut, noch scheiß drauf. Bang, bang, Feuer frei.
Boah, ins Herz. Wow. Hallo? Guck mal. Oh, du schaust. Hört auf, darüber zu schießen. Eigentlich sollte ich leise kämpfen, aber mir egal. Okay, da ist irgendein Scharfschütze. Hallo. Tschüss. Weil wenn die Scharfschützen nicht weg sind. Ah, ich sollte den deaktivieren. Ja dann. Ja, aber ich trifft den nicht, ja, da ist er. Der Sniper da. Den trifft ich nicht. Der Scheißschauschütze. Muss von dem weg. Bro, komm schon. Die liegen eh nicht schlecht. Die Leiche muss verschwinden lassen. Nando Helloku. Oh. Oder? Komm schon. Nein, was tust du? Nein, du sollst es sabotieren. Komm schon. Warum ich springen und sabotieren die gleiche Taste? Tja. Ja, dann komm her. Komm her und untersuch die Leiche. Der lebt noch. Okay. Der schläft bloß. Ah. Oh. Ich weiß nicht. Er hat sich das selbst ausgesucht. Oh. Oh.
Was bist du? Ah, okay, der ist jetzt ein Scharfschütze. Was war der davor? Komm schon, Lärm. Ich muss den Scharfschützen wegziehen. Der muss verschwinden. Hallo! Warte mal, der Wagen, der fährt immer oben rum, oder? Na, ja, triff ich wahrscheinlich nicht durch. Alles, ja, ich hätte es riskieren können. Bill den, dann fange ich da drüben an. Tschüss! Das probieren wir doch einfach. Wow, das funktioniert ja sogar! Geilus! Komm schon. Durchs Zelt. Ma, das hat's nicht gezeigt. Triff ich da oder was? Nö, dachte ich mir. Den kann man nicht treffen. Ah, ich bin den da. Yeah! Bin gerade echt ruhig, das ist ja brutal. Oh Gott, ey! Ich probier's. Ich find's geil, dass man durch da durchschießen überhaupt kann. Hab ich schon. Hast du Moon? Ja, der hat Moon. Okay. Okay. Boah, da muss stinken. Okay. Ich müsste alle ausgeschalten haben. Ich habe da gerade noch Leichen, weil wir brauchen. Oder? Oh, zuerst die Waffen. Und dann. Ein verbombt. Oh, das ist gar nicht schlecht. Volle Munition. Also, ich kann nur 8 Schuss bei der. Okay, alles klar. Oh, warte mal. Oh Mann, meine ich hat Chaos da auch noch.
Gar nicht umgefallen. Ich dachte mir doch, der lebt noch. Ah, ich muss den zerstören. Wer schreit da? Ja, jetzt an. Oh, hi. Herzlich willkommen in der Familie. Oh. Warum hockst du nieder? Tja, ich glaube, ihn ist eine Granate getroffen. Es war nicht gewiss, dass du hier auch so atomisch. Ansonsten hätte ich das schon lange so gemacht. 6 Meter, 3 Meter. Das ist aber ein schlechter Punkt, ha? Aber du hättest das Fahrzeug besser ausschalten können. Gut zu wissen. Aber ich könnte es immer noch ausschalten. Kann man eigentlich vorne auch durch die Motorhaube schießen? Ja, beruhig dich mal. Nö, kann man nicht. Alles klar. Ich will es nämlich sprengen. Wie weit geht der Lärm? Geht's da noch? Nö, geht nicht mehr. Ah, na scheiß mal drauf. Dann die Maus einfach so. Geil! Das hat sein müssen. Das macht so einen Spaß. Also ich sollte leise sein, das ist das Gegenteil von leise. Ja, das war vom Deutsch. Hallo. Hey, du. Ich habe ein Geheimnis für dich. Da ist es. Ich will die runterwerfen. Das macht einfach zu viel Spaß. Ah, der ist besoffen. Der ist nur rauschig. Ja, darf ich da? Ich darf ihn gar nicht. Ja, wurscht. die gleiche Waffe tauschen? Nö. Gibt's denn noch was? Oh ja, da. Okay. Ein italienischer Oberst macht hier bald Station. Ich sollte ihn willkommen heißen. Oh, ich könnte mir denken, wer. Was ist das? Konvoi auflauern. Und da oben. Okay. Das mit Konvoi auflauern, das funktioniert. Oh. Nö, nee, da war nichts. Ich dachte, ich hätte alle gekillt.
Beruhig die. Eine getötet, gut. Ansonsten hätte ich gesnipert. Schön. Oh. Oh, genau. Achso, das geht so. Dahinter dir. Der Stein ist runtergefallen. Jetzt dreh dich um. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Echt? Wen? Wo? Wen meinst du? Entschuldigung? Wen hast du in die Enge getrieben? Das Wort war sehr unprofessionell, ist mir aber scheißegal. Ich untersuche nur die Leiche. Ich habe so das Gefühl, das ist eine so kleine Falle. Aber nur ganz klein. Ich gehe da hinten durch. Schaut viel interessanter aus. So, kletter schon. Vater Senkel. Oh, der war hier in der Wand. Schöne Festung. Damit würde ich sagen, man sieht sich dann im nächsten Video. Servus.